Hohenzollern erhitzen noch heute die Gemüter. Dabei hat das ehemalige preußische und deutsche Herrschergeschlecht vor über 100 Jahren abgedankt, nämlich 1918. Den Adel gibt es nicht mehr. Aber als Teil der Geschichte holen sie uns immer wieder ein. Und immer wieder wird über sie gestritten. Die historischen Fakten über die Hohenzollern sind dabei erst einmal unstrittig. Die Familie stammt ursprünglich aus Schwaben. Historisch am bedeutsamsten ist der Teil der Familie, der seit dem 15. Jahrhundert die Kurfürsten von Brandenburg stellte. Dieses Herrscherhaus schuf den Staat Preußen, der im 18. Jahrhundert zu einer europäischen Großmacht wurde. Und es stellte die Kaiser des 1871 unter preußischer Führung gegründeten Deutschen Kaiserreichs. Mit der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg endete die Monarchie in Deutschland und damit auch für die Hohenzollern. Strittig wird es aber, sobald es um die Frage der Interpretation und Bewertung der Hohenzollern geht. Welche historische Bedeutung kommt ihnen zu? Kann man ihre Wirkung auf die Geschichte ermessen? Und ist diese Wirkung positiv oder negativ? Hier scheiden sich die Geister. Es gibt zwei sehr unterschiedliche, zum Teil völlig gegensätzliche Interpretationen der Hohenzollern, die beide, obwohl sie ziemlich einseitig sind, immer noch sehr wirkmächtig sind. Von allen möglichen Seiten, mit allen möglichen Interessen, wurden und werden Hohenzollern-Mythen geschaffen. Mal werden sie in den Himmel gelobt, mal gelten sie als Bösewichte der deutschen Geschichte. Schauen wir uns die beiden extremen Versionen der Hohenzollern-Geschichte mal an. Die positive Geschichte erzählt, wie eine geniale Herrscherfamilie aus einem kleinen, kargen, vollkommen unbedeutenden Landstrich, der Mark Brandenburg, eine europäische Großmacht namens Preußen formt und schließlich die ganze deutsche und europäische Geschichte bestimmt. Diese Geschichte beginnt mit Friedrich Wilhelm, dem großen Kurfürsten, der aus Brandenburg-Preußen einen zeitgemäß modernen und militärisch schlagkräftigen Staat macht und damit die Grundlage für den Aufstieg legt. Und der die in Frankreich wegen ihres Glaubens verfolgten Hugenotten aufnimmt. Sein Sohn, Friedrich III., erwirbt 1701 für Preußen die Königswürde. Als nächstes kommt Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig. Kein besonders sympathischer Mann, aber durch äußerste Sparsamkeit und Effizienz bringt er den Staatshaushalt auf Vordermann und baut eine schlagkräftige preußische Armee auf. Sein Sohn, Friedrich der Große, nutzt diese Armee, um in mehreren Kriegen Preußen zur europäischen Großmacht aufzubauen. Zugleich ist Friedrich der Große ein Philosoph auf dem Thron. Schöngeistig, musisch, gebildet, mutmaßlich homosexuell, für Toleranz in Religionsfragen, eine sehr schillernde Person, die sogar mit dem allgemeinen Landrecht eine rechtsstaatliche Grundlage für Preußen schafft und nicht zuletzt sogar die Kartoffel nach Deutschland bringt. Im 19. Jahrhundert haben wir dann Königin Luise, die sich nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon heldenhaft dem Eroberer entgegenstellt und ihn tief beeindruckt. Wir haben Friedrich Wilhelm IV., den Romantiker auf dem Thron, ein großer Freund und Förderer von Kunst und Architektur. Sein Bruder Wilhelm I. wird Kaiser des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreichs. Dessen Enkel Wilhelm II., ein moderner Herrscher, führt das Reich in eine wirtschaftliche Blüte und macht Deutschland zur führenden Wissenschaftsnation. Den Ersten Weltkrieg hat er nicht oder zumindest nicht alleine verschuldet. Durch die Niederlage Deutschlands verlieren die Hohenzollern dann, wie alle anderen deutschen Fürstenhäuser, ihren Thron. Seitdem ist die Familie Hohenzollern eine private Familie, die sich in erster Linie um kulturelle Bildung, soziale Projekte und das historische Familienerbe kümmert. Die negative Erzählung betont dagegen ganz andere Dinge oder bewertet dieselben Ereignisse völlig anders. Die heutigen Hohenzollern seien nicht in der Demokratischen Republik angekommen und kümmerten sich seit jeher nur um ihre egoistischen Privatinteressen, wie auch der aktuelle Hohenzollernstreit zeigen soll. Die Kinder und Enkel des letzten deutschen Kaisers biedern sich nach 1918 den Republikfeinden inklusive der Nationalsozialisten an. Der Kaiser selbst, Wilhelm II., ist ein Populist, Kriegstreiber und Antisemit und trägt wesentliche Verantwortung für den Ersten Weltkrieg. Sein Großvater, Wilhelm I., ist ein Erzreaktionär, ohne jedes Verständnis für die moderne Welt und die soziale Frage.
Friedrich Wilhelm IV. Ist der Sargnagel der ersten deutschen Revolution 1848, weil er die Kaiserkrone aus den Händen der Revolutionäre verweigert. Und Königin Luise verkörpert das Frauenbild der reaktionären patriarchalischen Gesellschaft. Passiv, leidend, machtlos. Aber auch das angeblich so große 18. Jahrhundert sieht nicht viel besser aus. Friedrich der Große mag ein philosophisch gebildeter Mann gewesen sein und hochtrabende ethische Prinzipien gehabt haben, aber als Herrscher pfeift er darauf und greift gegen alle Verträge und Bündnisse jeden an, der ihm nicht in den Kram passt. Von seinem Vater erbt er den fatalen preußischen Militarismus. Dieser Vater, Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, ist ein brutaler Mensch und ein religiöser Fundamentalist. Er lässt sogar den besten Freund seines Sohnes hinrichten, nur weil die beiden ausgebüxt waren. Friedrich I., König in Preußen, ist ein Verschwender. Und der große Kurfürst gilt zu Unrecht als kluger Politiker, sondern hatte nur durch Zufall und Glück politischen Erfolg. Die ganze Familie, von Anfang bis Ende verkorkst, aufgrund ihrer herausgehobenen Bedeutung ein deutsches und europäisches Verhängnis. Und wer hat recht? Historiker sind berechtigterweise sehr vorsichtig, wenn historische Personen oder Ereignisse bewertet werden sollen. Unsere Bewertungen ergeben sich nämlich nicht von selbst aus den Quellen. Sie sind immer subjektiv gefärbt durch unsere eigene Perspektive, durch unser Vorwissen, durch unsere eigenen Werthaltungen. Was man als Historiker aber tun kann, neben der kritischen Quellenarbeit, ist, folgende Fragen zu stellen. Wie kam eine Erzählung zustande? Auf welche Fakten kann sie sich beziehen? Was spricht für sie, was spricht dagegen? Und warum sind solche Großerzählungen eigentlich auch heute noch so verbreitet? Der Nimbus, oder wahlweise auch Schimpf auf die Hohenzollern, ist deshalb ein besonders gut geeignetes Forschungsobjekt für historische Mythosforschung. Aber auch ein besonders komplexes. Denn wir haben es hier nicht mit einem einzelnen Ereignis zu tun, das mythisch überhöht wurde und dessen historische Grundlagen wir prüfen können, sondern wir haben es mit einer ganzen Familie zu tun. Einer Familie, die die europäische Geschichte über Jahrhunderte mitgeprägt hat und um die herum sich immer wieder neue Mythen gebildet haben. Wie kriegen wir den Hohenzollern-Mythos deshalb in den Griff? Wir schauen uns zwei Einzelmythen um die Hohenzollern an. Einen positiven Mythos und einen negativen Mythos. Und stellen dann zum Schluss die Frage, warum solche Großerzählungen bis heute so beliebt sind. Toleranz aus Vernunft. So nannte die liberale Journalistin und Zeitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff das erste Prinzip des preußischen Staates. Als Beleg führte sie die zahlreichen Menschen an, die anderswo aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden und die in Preußen durch die Hohenzollern-Herrscher Aufnahme fanden. Tatsächlich üben die Hohenzollern seit dem 17. Jahrhundert eine Politik der Toleranz gegenüber religiösen und ethnischen Minderheiten. 1662 verbietet der große Kurfürst die konfessionelle Polemik der Lutheraner gegen die Reformierten. 1671 nimmt er Juden auf, die in Wien verfolgt werden. 1685 erlässt er das Edikt von Potsdam. 20.000 französische Protestanten, die Hugenotten, finden bei ihm Aufnahme. Die Nachfolger des großen Kurfürsten setzen die Toleranzpolitik fort. Der Soldatenkönig nimmt 1732 10.000 Salzburger Lutheraner auf. Friedrich der Große gewährt dem katholischen Jesuitenorden Schutz und lässt in Berlin die katholische Hedwigskirche bauen. Friedrich Wilhelm III. Nimmt die in ihrer Heimat verfolgten Protestanten aus dem Zillertal auf. Bei Friedrich dem Großen ist die Toleranzpolitik ein ganz bewusstes politisches und philosophisches Prinzip. Berühmt ist sein Ausspruch, dass in seinem Land ein jeder nach seiner Fasson selig werden könne. 1781 verlautbart er: Ein jeder kann bei mir glauben, was er will, wenn er nur ehrlich ist. Was die Gesangbücher angeht, steht einem jeden frei zu singen, nun ruhen alle Wälder oder dergleichen dummes und törichtes Zeug mehr. Aber die Priesters, die müssen die Toleranz nicht vergessen, denn ihnen wird keine Verfolgung gestattet werden. Also stimmt der Toleranzmythos? Naja, es gibt zwei gewichtige Gegenargumente. Als erstes kann man darauf verweisen, dass die Hohenzollern nicht unbedingt aus Menschenfreundlichkeit tolerant sind, sondern aus ganz kühlem Eigennutzen. Drei Aspekte sind hier zu nennen.
Erstens haben die Hohenzollern seit 1613 eine andere Konfession als die Bevölkerungsmehrheit. Das Herrscherhaus ist reformiert, die Mehrheit der Bevölkerung aber ist lutherisch. Die Hohenzollern haben deshalb ein natürliches Interesse an einer Versöhnung der beiden evangelischen Konfessionen. Zweitens führen die Gebietserwerbungen Preußens im 17. und 18. Jahrhundert durch Eroberungen und Erbfälle zu weiteren religiösen Minderheiten im Land, die integriert werden müssen. Und drittens hat Preußen eine relativ geringe Bevölkerungszahl, ist also aus wirtschaftlichem Eigennutzen auf Zuwanderung angewiesen. Das erste Gegenargument gegen den Toleranzmythos lautet also: Toleranz ja, aber nicht aus tiefer innerer Überzeugung, sondern aus politisch-pragmatischen, egoistischen Erwägungen. Wertet das die legendäre preußische Toleranz ab? Das ist letztlich eine Frage der subjektiven Bewertung. Als zweites Argument gegen den Toleranzmythos kann man anführen, dass nicht alle Hohenzollernherrscher in dieses Muster passen. So gab es auch Hohenzollern, die keine Politik der Toleranz übten. Zum Beispiel den Nachfolger Friedrichs des Großen, Friedrich Wilhelm II. Gemeinsam mit seinem Minister Wöllner erlässt er 1788 das Wöllnersche Religionsedikt. Darin wird zwar die Duldung der bestehenden Religionsgemeinschaften festgeschrieben, aber das Edikt richtet sich gegen Religionskritik und verpflichtet die protestantischen Geistlichen, ihren traditionellen Bekenntnisschriften treu zu bleiben. Friedrich Wilhelm III. Verfügt 1803, dass Kinder aus religiösen Mischehen zwangsläufig die Konfession des Vaters bekommen sollten, was zu Konflikten mit der katholischen Kirche führt. Auch bei den Protestanten sorgt er für Unruhe, als er 1817 die Vereinigung von Lutheranern und Reformierten zu einer unierten protestantischen Kirche durchsetzt. Das führt zur Abspaltung und zum Teil sogar Auswanderung der Altlutheraner, die diese Vereinigung nicht mitmachen wollen. Sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm IV., vertritt ein sakrales, stark religiös begründetes Königtum. Unter Wilhelm I. wird der Kulturkampf gegen die katholische Kirche in Deutschland geführt. Und dann haben wir Wilhelm II., dem man mit Recht eine polarisierende, heute würde man vielleicht sagen populistische Rhetorik vorwerfen kann und der wie viele seiner Vorgänger auf dem preußischen Thron antijüdische, im Falle Wilhelms II. Auch eindeutig antisemitische Ressentiments pflegt. Andererseits, selbst Wilhelm II. Hat auch eine andere, ambivalentere Seite. Als Herr der Mitte will er das gerade erst gegründete Reich zusammenführen und die gesellschaftlichen Randgruppen integrieren. Für unser Mythos-Thema noch interessanter ist aber ein anderer Aspekt. Wilhelm II. Bedient sich nämlich selbst des preußischen Toleranzmythos, wenn er Reden hält. 1902 zum Beispiel in Posen sagt er: Wer behauptet, dass meinen Untertanen katholischer Konfession Schwierigkeiten in der Ausübung ihres Glaubens gemacht oder sie gezwungen werden sollen, von demselben zu lassen, macht sich einer schweren Lüge schuldig. Meine ganze Regierungszeit und meine Worte in Aachen beweisen, wie hoch ich Religion, das heißt das persönliche Verhältnis jedes Menschen zu seinem Gott, achte. Und er beleidigt durch eine solche Verleumdung den Nachfolger des großen Königs, der erklärt hat, ein jeder solle auf seine Fasson selig werden. Auch das kann man bei der Beschäftigung mit Geschichtsmythen lernen. Wenn man an sie glaubt oder auch bloß sie propagiert, dann haben sie Auswirkungen, ganz egal, ob sie stimmen oder nicht. Was also bleibt vom Mythos der Toleranz der Hohenzollern? Dieser Mythos lebt von der tatsächlichen Toleranzpolitik Preußens im 18. Jahrhundert und von Friedrich dem Großen, dem religiöse Toleranz ein echtes inneres Anliegen war. Und er lebt davon, dass in Preußen religiöse Minderheiten Aufnahme fanden, die anderswo in Europa verfolgt wurden. Andererseits gab es auch unter den Hohenzollernherrschern einiges an Intoleranz. Aber selbst unter denjenigen, die ganz anders dachten und handelten als Friedrich der Große, wirkte der Mythos von der Toleranz der Hohenzollern als mythisches Familienerbe nach. . 1947 löste der Alliierte Kontrollrat den Staat Preußen offiziell auf. Begründung war, dass Preußen seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen sei. Der Militarismus der Preußenherrscher ist ein fester Bestandteil der Negativerzählung über die Hohenzollern. Was ist an der Behauptung dran? In jedem Fall nimmt die Armee für den preußischen Staat eine auch im zeitgenössischen Vergleich besonders große Rolle ein. 1644, gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges,
beschließt der große Kurfürst, mit der Zeit zu gehen und ein stehendes Heer aufzubauen. Also nicht nur für einen bestimmten Kriegszug Soldaten anzuwerben und sie nach Friedensschluss wieder zu entlassen, sondern die Soldaten auch in Friedenszeiten zu behalten. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, setzt diese Politik fort und macht Preußens Armee zur viertgrößten Europas. Und das, obwohl Preußen nur das zehntgrößte Land ist und die 13. Bevölkerungszahl hat. Fast 80% der Staatseinkünfte werden für die Armee verwendet. Der Soldatenkönig heißt nicht zufällig so. Er liebt alles, was mit Militär zu tun hat. Hier muss man allerdings ein wichtiges Aber anführen. Dem Soldatenkönig geht es vor allem um Sicherheit. In seinem Fall vor dem Frankreich Ludwigs des 14. und Ludwigs des 15. und nicht um Krieg führen. Im Vergleich scheint er sogar ziemlich friedliebend zu sein. In seinem politischen Testament von 1720 schreibt er: Mein lieber Sukzessor, bitte ich, um Gottes Willen keinen ungerechten Krieg anzufangen und nicht ein Aggressor sein. Denn Gott die ungerechte Kriege verboten. Und ihr jemals müsstet Rechenschaft geben von jedem Menschen, der da in einen ungerechten Krieg geblieben ist. Sein Sohn dagegen, Friedrich der Große, setzt die Armee offensiv ein und geht dabei auf volles Risiko. 1740 greift er Schlesien an, ohne dafür einen präsentablen Anlass zu haben, sondern im Wesentlichen aus dem Wunsch, sich Ruhm zu erwerben. Im Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 behauptet Friedrich sich gegen eine Übermacht von Gegnern, macht Preußen zur Großmacht und begründet den Ruf der preußischen Armee in Europa. Auch Friedrich Wilhelm II. Führt viel Krieg, und zwar gegen die französische Revolutionsarmee, zuletzt gegen Napoleon. Anders als sein Vorgänger ist er dabei aber wenig erfolgreich. Friedrich Wilhelm III. Wiederum knüpft an das Vorbild des Soldatenkönigs an und pflegt das Militärische, ohne selbst Krieg führen zu wollen. Ähnliches gilt für Friedrich Wilhelm IV., der Preußen als einzige der fünf europäischen Großmächte aus dem 1853 begonnenen Krimkrieg heraushält und der selbst vollkommen unmilitaristisch ist. Wilhelm I. wiederum ist sowohl persönlich als auch politisch ganz dem Militärischen zugeneigt. An der Schlagkraft der preußischen Armee hängt für ihn die Existenz des Staates. Unter preußischer Führung werden dann 1863-64, 1866 und 1870-71 drei Kriege geführt, an deren Ende die Gründung des Deutschen Kaiserreichs steht. Wilhelm I., über 70 Jahre alt, nimmt persönlich an den Kriegen teil. Dass eine deutsche Einigung unter preußischer Führung vor allem auf militärischem Wege zustande kommt, gilt schon damals als typisch für Preußen, obwohl die nationale Einigung Italiens damals im Grunde ähnlich kriegerisch verläuft. Wilhelm II. Wiederum erwirbt sich durch martialische Reden den Ruf des Militaristen. Gleichzeitig wird er wegen seines Zögerns bei konkreten außenpolitischen Konflikten als Friedenskaiser verspottet, was auch Rückschlüsse auf die allgemeine militaristische Gesellschaftsstimmung zulässt. Im Ersten Weltkrieg ist er formal Oberbefehlshaber des deutschen Heeres, nimmt diese Aufgabe aber in keiner Weise wahr und gerät zunehmend in den Hintergrund. Aufgrund seiner Flucht nach Holland im November 1918 wird er von vielen Soldaten als feiger Deserteur bewertet. Wir haben also zwei Aspekte des Militarismus-Mythos. Erstens die besondere Bedeutung, die in Preußen die Armee hatte, und zweitens die innere Neigung der Hohenzollernherrscher und der preußischen Gesellschaft zum Militär. Heute erscheint uns eine solche Betonung des Militärischen befremdlich, ja gefährlich. Das war im 18. und 19. Jahrhundert vollkommen anders. Die Geschichtswissenschaft wird hier nicht müde zu betonen, dass wir Dinge und Ereignisse in ihrem Zeitkontext beurteilen müssten. Um also zu schauen, was an dem Hohenzollern-Militarismus-Mythos dran ist, reicht es nicht, wenn wir feststellen, dass das Denken und Handeln der Hohenzollern-Herrscher um Welten militaristischer war als unseres heute. Sondern wir müssen schauen, wie sie im europäischen Vergleich dastehen, ob sie wirklich militaristischer waren als andere vergleichbare Fürsten. Und da sind doch gewisse Zweifel angebracht. An den Kriegen der europäischen Staaten, die zwischen 1701 und 1933 geführt wurden, war Frankreich zu 28% beteiligt, England zu 23%, Russland zu 21% und Preußen bzw. Deutschland zu 8%. Einerseits gab es eben auch Hohenzollern, die nicht viel fürs Militär übrig hatten. Andererseits zögerten gerade manche als besonders militaristisch geltenden Hohenzollern, ihre Armee auch tatsächlich einzusetzen. Das ist eine Konsequenz der Abschreckungslogik. Möglichst viel in die Armee investieren, damit man sie nicht einsetzen muss.
Aber trotzdem hat natürlich auch der Militarismus-Mythos eine Faktengrundlage. Eine, zumindest bei besonders prominenten Hohenzollern-Herrschern, feststellbare innere Affinität zum Militärischen, die auch im damaligen Kontext schon als bemerkenswert galt, und ein Staatswesen, dessen spezifische Bedingungen eine besonders schlagkräftige Armee nötig machten und damit auch zu einer besonderen Bedeutung des Militärs innerhalb der preußischen Gesellschaft führten. Zwei Hohenzollern-Mythen haben wir uns angesehen und festgestellt, es ist jeweils was dran, sowohl an der Toleranz der Hohenzollern als auch an ihrem Militarismus. Aber sehr vieles an diesen beiden Einzelmythen geht über das hinaus, was man seriös geschichtswissenschaftlich belegen kann. Und manches widerspricht den bekannten Fakten sogar. Beim Hohenzollern-Mythos haben wir es, wie bei den meisten Geschichtsmythen, mit Generaldeutungen zu tun, die sich einem klaren Ja oder Nein, richtig oder falsch, entziehen. Die Geschichtswissenschaft kann zeigen, wie solche Deutungen entstehen, warum sie geglaubt werden und auf welche Quellen und Fakten sie sich berufen können. Beide Geschichten, die positive wie die negative über die Hohenzollern, kann sich auf Fakten beziehen, die stimmen. Gleichzeitig übergehen und vereinfachen sie beide und kommen so zu keinem Gesamtbild, das der historischen Wirklichkeit gerecht wird. Der Militarismus der preußischen Herrscher, aber auch ihre sprichwörtliche Toleranz, beide Einzelmythen sind hochgradig komplex. Und natürlich spielen solche Zuschreibungen für die deutsche Geschichte eine herausgehobene Rolle. Wenn wir das anerkennen, heißt es aber nicht, dass wir jeden Mythos über die fatalen oder herrlichen oder militaristischen oder toleranten Hohenzollern einfach akzeptieren müssten. Sondern wir können darlegen, warum sich solche Erzählungen bilden, warum sie oft mehr oder weniger plausibel sind, aber auch mit welchen Interessen sich solche Erzählungen verknüpfen. Und wir können sie dem nüchternen und kritischen und distanzierten Blick der Geschichtswissenschaft aussetzen. Vielleicht kann das auch in dem einen oder anderen aktuellen Streit dabei helfen, die Gemüter auf allen Seiten etwas zu beruhigen und vielleicht sogar die eigenen Mythen einmal zu hinterfragen.